wenn die Stimmen wiederkehren. Denn meist ist es nur leer unter meiner Schädeldecke. Manchmal, wenn ich rede, habe ich Angst, dass ich die Leute um mich herum hier wecke. Ich pflege eine Art Atheismus, der zugunsten Gottes annimmt, dass es ihn nicht gibt. Denn es wäre doch mehr als schizophren, zu quälen, was man liebt. Mir hört ja doch keiner zu. 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 Gleichheit sind Postulate, die sich einander ausschließen. Denn Gleichheit erlangt man nur in Ketten, Kerkern und Verließen. Wenn man die Verhältnisse nicht ändern kann, ändert man wenigstens das Design. Mit einem flotten Werbeslogan: Für Demut ist mein Genital zu klein. Mir hört ja doch keiner zu. 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 Könnte mal jemand mein Leben speichern, damit ich etwas anderes probieren kann. Es gibt zwei Arten von Menschen. Die einen sagen nein, die anderen fragen wann. Für mich ergibt sich dadurch eine absurde Situation, weil mich keiner fragt, obwohl ich nicht nein sagen kann.